Deshalb, liebe Frau Wagenknecht, schlage ich Ihnen einen zweiten Schritt vor. Für diesen zweiten Schritt müssen Sie viel, viel mutiger sein als für den ersten Schritt. Aber vielleicht wächst der Mut ja mit dem Tun. Ich würde es mir wünschen und ich glaube, ihr würdet es euch auch wünschen. Ich bitte Sie, kommen Sie zu uns, hier bei uns, hier mit uns. Können Sie die Politik machen, von der Sie in der Linken nur träumen. Ich weiß, mit meinen Positionen zum Frieden, zur Entwicklung Deutschlands, die überwältigende Mehrheit meiner Partei hinter mir, die überwältigende Mehrheit des Vorfeldes, das mich und meine Partei unterstützt, hinter mir, euch hinter mir, alles das kann ich Ihnen bieten. Kommen Sie zu uns und wenn Sie sich parteipolitisch richtig engagieren wollen, dann engagieren Sie sich in der einzigen Friedenspartei und das ist die AfD.